Gerade konnte ich einige Kinder aus der Ukraine begrüßen, denen wir im Moment die Möglichkeit geben wollen, eben den Kriegsalltag in der Ukraine für ein paar Tage zumindest vergessen zu können. Weil viele der Kinder haben einen Elternteil verloren oder sind Elternteil verletzt. Und wir wollen ihnen hier die Chance geben, ein bisschen eben von diesem Kriegsalltag sich zu erholen.